Hi, willkommen zurück bei Bleach Soul Resurrection. Weiter geht es mit Episode 9, God of Wakamundo. The 13 Court Guard Squads and Aizen's Minions battle all across the fake Katakura Town. Captain General Shigekuni Genryusai Yamamoto separates Aizen from the Espadas with a wall of fire. The other captains must now fight the three Espadas separately. Captain Soifone of the second squad challenges the monstrous Segunda Espada, Baragon Ruizenbahn. Ja, es geht darum, die 13 Einheiten der Hofgarde müssen jetzt dementsprechend gegen Aizens Untertanen kämpfen im Fake-Karakura-Town. Also die Stadt wurde komplett leergefegt von Menschen und nach in die Soul Society gebracht, damit keine der Seelen zu Schaden kommt, die dort leben. Und der Generalkommandant Genryusa Yamamoto hat Aizen und seine anderen zwei Gefolgsleute eingeschlossen in einem Feuerkreis. Und jetzt sind nur noch drei Espada übrig und jetzt kämpft Generälin bzw. Kommandantin der zweiten Einheit Soifon gegen Baragon Ruizenbahn. Bahn. Haben alle so strange Namen. Let's go. Genau, ihre Fähigkeit besteht quasi darin, ihren Feind zu Zulu zu stechen mit diesem Ding, was sie da an der Hand hat. Also sie benutzt ihr Sanbakuto zwar schon, aber das ist quasi die entfesselte Form ihres Sanbakutos. Also sie ist mehr so die Nahkämpferin. Oh, sie ist sehr schnell. Susumebachi macht sie auf Kreis. Das ist ihre Spezialattacke. Wer feuert denn die ganze Zeit auf mich? Die sind das. Die machen gut Schaden. Ich habe auch mal eben kurz in diesen Mission-Modus reingeguckt. Das ist auch sehr geil. Da kann man halt jeden Charakter wählen, den man will. Ich habe mal eben Ulquiorra genommen und der geht schon gut ab, der Mann. Tutututay. Ach, die Audio-Samples sind so gut. There's nowhere to run. Genau, wenn ich nochmal Susumebachi ein zweites Mal ausführe, ist es ein Insta-Kill. Zumindest, wenn es nach dem Manga geht. Ja. Sehr geil. Wenn sie diesen Schmetterling auf dem Körper haben, die Gegner, beziehungsweise im Anime ist es auch so, dann, wenn sie nochmal ein zweites Mal diese gleiche Stelle trifft, sterben die Leute instant. Susumebachi Death in Two Strings, genau. Zonforce Supermove auf Kreis und Kreis in der Luft will make her attack with Susumebachi. Striking the enemy may sometimes make the Omonoka Beast Crest appear. Use Susumebachi on the enemy without Omonoka to instantly kill them. Genau, also wie gerade erklärt, ein zweites Mal tötet den Gegner instant.
There's nowhere to run. There's nowhere to run. Zack, tot. Was ist das denn? Den kriege ich irgendwie nicht. There's no way to go. Here I go. Here I go. There's no way to go. Was macht's denn auf R2? There's no way to run. Mit zwei von denen. Krieg ich den? Nutze mal die Attacke auf R2. Ah, genau, die Kanone. Boom. Das ist einfach eine riesen Rakete, die sie dann abfeuert. Das ist so extrem geil. Die Bankai finde ich auch mit am besten eigentlich. Also mit einer der besten Bankais. Durch die kann ich einfach durchboosten, dann sterben sie schon. Ganzen Orbs erstmal einsammeln und dann hier lang. Are you all right, Captain? You fool. Even if I were about to die, did I ever teach you to come help me? I taught you to see the death of an ally as an opportunity. Don't interfere. Stab the enemy in the back. If the imbalance of power is so great, then leave that ally to die. That is the way of the Star Force. Muss erstmal den loswerden. Don't move. Susumi Bachi! There's nowhere to run. There's nowhere to run. Hat die Musik mal wieder einen Aussetzer. Ich habe ja zwei wieder voll, aber das bewahre ich mir noch auf. Okay, das hätten wir geschafft. Bin ich gerade zurückgegangen? Oh. Nicht auf die Map geguckt. Macht aber nichts. Wir sind ja schnell unterwegs. Here I go. There's nowhere to run. There's nowhere to run.
Sau. Hey. Okay. You'll see the difference between us. There's nowhere to run. There's nowhere to run. Triple kill. Doch nicht. There's nowhere to run. Say. Da ist noch was. Here I go. Schnell bevor die Attacke beziehungsweise meine Energie aufgebaut ist. Ich will nochmal einen Finisher setzen. What is that? Now, shrivel up and die. Jack Hall, Ry Corbin. I wish I didn't have to use this bronchi. Take that! You shall rot! Utterly unforgivable. The insolence of defying the Emperor will be rewarded with death. Espada's oversight over a certain. Da habe ich ihn schon in die zweite Phase gebracht. The death I represent is old age. Old age signifies time, the most powerful and absolute form of death that none can withstand. You actually injured me. This will not go unpunished, you ants! Accept your fate. Ich nehme in seiner Nähe kontinuierlich Schaden. Paragon, Ruizenbach, God of Wico Mundo! Komm mal hier. Too small! In this room, I am the one and only absolute power. Everything else is insignificant. My eyes tell me your lives are as meaningless as the lives of wandering ants. You shall rot. Hey! There's nowhere to run. There's nowhere to run. Weg von dem. Get them. Don't move. You shall pay. Alter. Such foolishness. Die. No. I don't want to die. 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 Ah. Da ist noch was. Spiritual Boost. Ja, macht er das wieder. La, muss weg. Ah.
Ja. Puh, tot. Game over. Ja, jetzt müssen wir nämlich nochmal von vorne. Aber ich würde sagen, er war ja schon so gut wie down. Ich bringe ihn jetzt down und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Episode 10. Also dann, bis zum nächsten Mal mit Bleach Soul Resurrection. Bis dann.